ist ein ganz eindeutiges Ergebnis. Deshalb sage ich auch, da brauchen wir gar nicht lange rumzudiskutieren. Das Ergebnis ist eindeutig und wir werden uns auch an diesem Ergebnis halten. Das heißt, in Eupen bleibt es bei der Ist-Situation? In Eupen bleibt es bei der Ist-Situation, so wie heute jetzt bei der Volksbefragung entschieden wurde. Ja, natürlich hätten wir uns ein anderes Ergebnis gewünscht. Ich glaube, wir sind auch die einzige Partei, die für eine andere Verkehrsregelung und eine stärkere Verkehrsberuhigung der Innenstadt ist. Aber so ist das in einer Demokratie. So ist das auch im Stadtrat. Wir sitzen nicht alleine. Wir haben einen Koalitionspartner. In dem Fall haben wir ein Bürgervotum gehabt. Und an dem Bürgervotum halten wir uns natürlich. Wir haben auch mit der Volksbefragung gehadert wegen der hohen Kosten. Wenn ich mir überlege, dass man die Kirchtürme dafür hätte renovieren können, in Ordnung bringen können, um den Durchgang zu schaffen, der jetzt Wochen, jahrelang gesperrt ist. Also wir sind nicht prinzipiell gegen eine Volksbefragung gewesen, wir sind gegen diese Volksbefragung gewesen. Aber nachdem eine Mehrheit im Stadtrat sich dafür ausgesprochen hat, haben wir, wie Sie eben erwähnt haben, auch mitgemacht und unsere Meinung kundgetan und alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, sich zu beteiligen.